kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniszent. Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen... Was? Nein. Elektro... Das... Sondern wenn mich... Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann's dir nicht versprechen. Ja. Wirklich Probleme macht der Schlüsselmeister aber mal. Und hier findet für den Alumann endlich die Umwandlung statt, die wir uns ja auch selbst alle wünschen. Und zwar verwandelt er sich endlich in ein Lichtwesen. Wer wünscht sich es nicht? Vuka. Vuka! Ja, jetzt können wir nämlich da unten lang gehen, weil ich wollte das nur gerade alles abfrühstücken. Mal gucken, was da unten so abgeht. Hui! Wow, wie viele Frames hatten das? Waren das die 8 oder war das was anderes? So, Fluss haben wir hier noch. Tief und unergründlich. Ja. Na komm, benutze es. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Kann man es jetzt benutzen? Nicht, das Schloss... Okay. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wir brauchen das Mittel von... Ne? Ach, ja, Gott. Für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus, nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht ausmachte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal vor World of Warcraft. Okay. Gott. Was für eine Scheiße. Ah, wirklich viel haben wir ja auch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich da langkomme. Also, ich weiß es schon, nur ich weiß noch nicht, wie wir das Item kriegen. Kann er sich nicht einfach vom Blitz treffen lassen? Hier kriegst du einen Generalschlüssel. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du guckst gerade nicht. Ach so. Oh, ich dachte, du... Oh. Oh, ich dachte... Guck mal, Alu. Ich habe da einen astreinen Poloschläger. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Vuka! 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 Dann Schere. Guck mal, Alu. Eine monstermäßig coole Zickzackschere. Aha. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Vuka! Vuka!
mal, Alu. Ich habe da einen astreinen Kugelschreiber. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Buga! Buga! Topflappen. Guck mal, Alu. Ich habe da die weltbesten Topflappen. Topflappen. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Buga! Den Generalschlüssel haben. Guck mal, Alu. Das hier ist der grandiose Generalschlüssel. Aha. Und weiter? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Buga! Buga! Haben wir jetzt alles? Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Dösch. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du guckst gerade nicht. Na dann. Hey, Alu. Ich könnte dir die Unterschrift des Doktors auf den Umhang malen. Ich nehme an, du könntest es auch bleiben lassen, richtig? Ja, ja. Ich schätze, das ist im Bereich des Möglichen. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Edna. Danke. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Aber wir brauchen das Antioxidationsmittel, sowas. Was haben wir noch nicht benutzt? Hey, Alu. Ich könnte dir 3x auf den Umhang malen. Ich nehme an, du könntest... Ja. Dafür wäre ich dir... Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du guckst gerade nicht. Ja. Sind wir mit der Bank, können wir doch sicher irgendwas machen. Zum Beispiel Generalschlüssel. Diese Bank hat kein Schließfach. Nicht? Dann benutzen wir Topf. Ich wüsste, wie man aus diesen beiden Komponenten eine Latrine baut. Aber ich muss nicht. Nicht? Topflappen. Guck mal, Edna. Dieser Topflappen eignet sich auch als Hämorrhoidenpräservativ. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Für den Fall, dass ich plötzlich Lust bekomme, mich auf eine eisige Bank zu setzen. In ferner, ferner Zukunft. In ferner, ferner, ferner Zukunft. Schere. Zu hart das Holz, zu stumpf die Schere. Ich schaff es nicht, oh Not, Schockschwere. Oh Gott. Niemand kann den Alumann auf den Arm nehmen. Ja, ich wollte eigentlich auch reden. Hallo, Alu. Alter Hund. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll. Dann würde ich es doch eh bekommen. Das hatten wir auch schon, aber gut. Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann's dir nicht versprechen. Nicht? Was passiert, wenn man irgendwie Mond und weiß ich nicht? Sagen wir, können wir...